Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Dishonored 2. Ich will zuallererst was ausprobieren. Wir sind hier in, immer noch im Ellemeyer. Können jetzt wahrscheinlich abschließen, wenn wir den Wachturm da vorne sabotieren oder was das war. Ich will doch vorher mal was ausprobieren. Das sind Zivilisten. Ich versuche jetzt mal kurz die auszuschalten. Ich habe erst überlegt, ob ich sie einfach niederschlachte, aber es scheint gerade auch ganz gut so zu gehen. Kann ich mich sogar doch in der Küche umsehen. Und eigentlich hatte ich jetzt mal vor zu gucken, ob ich nicht doch irgendwie hier einen Weg finde nach unten zum Keller. Sieht aber nicht so aus. Oh, es sind wirklich ein paar Kartoffeln. Hm. Jede Menge zu essen. Was würde man noch anderes erwarten von einer Küche? Infos zu Hypatias Gesundheit. Das ist auch gut zu wissen. Nom 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 nom. Meine Fresse, wie viel kocht ihr hier? Das brauche ich jetzt nicht alles mitnehmen. Nur falls noch irgendwas Nützliches ist. Oh, was habe ich denn da gefunden? Der Silbernagel. Wir wollen das Heilmittel. Okay. Hier ist jedenfalls ein bisschen Beute. Das ist eigentlich ganz schön. Nur. Fische ausnehmen! Nee. Keine Treppe in den Keller. Ich hatte ewig gehofft, es gäbe vielleicht sowas. Keine Ahnung, wenn die im Keller ihre Vorräte lagern, ergibt das ja sogar Sinn. Aber nee, scheinbar nicht. Dann weiß ich gerade echt nicht, wie ich da hinkommen soll. Vielleicht noch von außen, aber. Keine Ahnung. Das Wahrscheinlichste ist wohl wirklich, dass der Weg. So, Moment mal. Hallo? Scheiße. Das war nicht so geschickt gemacht. Es scheint wirklich so, dass der Weg zu dieser Rune eigentlich durch diesen. Durch den Brunnen vor dem Eingangsbereich geht. Ich habe nur irgendwie keine Ahnung, wie ich jetzt da durchkommen soll. Da meine Fähigkeit, da dieser Schattengang oder wie es hieß, aufhört zu wirken, sobald ich im Wasser bin. Wie mache ich das jetzt hier? Wo muss ich da eigentlich genau hin? Natürlich läufst du genau jetzt so, dass du mich siehst. Das gibt's doch nicht. Ich versuche auf die Walfässer zu schießen. Okay, jetzt muss ich mal kurz eine andere Sache fragen. Wozu hat man in diesem Spiel eine Pistole, wenn sie komplett nutzlos ist? Das Ding schießt nicht geradeaus. Würde ich das Spiel jemals darauf spielen, alles niederzumetzeln, würde ich immer noch die Armbrust bevorzugen. Einfach, weil sie effektiver ist. Wie hast du das jetzt gesehen? So. Ich finde jetzt raus, was ich hier tun muss und guck dann, wie wir weitermachen. Gut, das ist der Wachturm, den muss ich ausschalten. Kurze Frage, geht das nicht? Geht das irgendwie nicht mehr oder wieso? Es geht noch, die Dinger sind nur einfach echt so unpräzise, dass es nichts bringt. Gut, wir müssen also auf diesen Wachturm rauf und dann wahrscheinlich da hinten das Walöl rausnehmen. Ja, man kommt von da aus runter, okay. Ich wollte mich nur mal kurz umsehen, weil das war mir jetzt gar nicht wie zu blöd mit den Gegnern. Aber dann weiß ich jetzt, wie ich es mache. Wohl nee. Eigentlich gar nicht mal so eine schlaue Idee. Wenn ich ja auf den Wachturm rauf muss, wäre es das Einfachste, wenn ich mich doch hier oben um die beiden Gegner kümmere, wahrscheinlich. Ich meine, ich kann dem einen Bolzen verpassen, hoffen, dass er mich nicht entdeckt und dann den anderen von hinten vielleicht erwischen.
Das ist so eine Strategie, auf die ich momentan entschieden zu oft zurückgreife und die gefällt mir auch eigentlich nicht sehr gut. Anbringen. Hat der Typ das jetzt ernsthaft nicht mitbekommen? Wie zum Geier hat er jetzt nicht mitbekommen, dass ich seinen Typen gerade von hinten geschockt habe? Keine Ahnung, ist mir aber recht, nehme ich wie es ist. Oh. Das sollte eigentlich ein bisschen weiter gehen. Ah, und da kommt Macken und die holt mich jetzt ab. Okay. So einfach kann es sein. Ach, dieser Wolle juckt wie blöd. Warum kann ich nicht meine eigenen Sachen tragen? Bleibt echt nur diese eine blöde Rude, bei der ich keine Ahnung habe, wie ich rankomme. Ich hab wahrscheinlich nur wieder irgendwas übersehen. Und ich weiß selbst nicht was. Komme ich da irgendwie runter zu dir? Offensichtlich ja. War das eine gute Idee? Das weiß ich nicht. Ist das hier nicht die Stelle? Nö, ist eine andere Stelle. Okay. Was Bolzen? Habt ihr keine Betäubungsbolzen hier rumliegen? Das, was man auch mal so gebrauchen kann. Okay. Sieht soweit gut aus hier unten. Hier ist auch nichts mehr. Nö. Nee. Wie zum Geier kommt man an die Rune ran? Na, guck mal, da oben ist ein Gegner. Es gibt bestimmt irgendwie nur einen Weg, den ich jetzt nicht gefunden habe oder so. Bin schon da. Beenden wir einfach die Mission. Können wir hier weg? Es gefällt mir hier nicht. Bereit? Ja, ja, klar. Los geht's. Ja, lass uns zum Schiff zurück. Haben Sie Sokolov gefunden? Nein. Aber Hypatia war der Kronenmeuchler. Was? Das nehme ich Ihnen nicht ab. Der Herzog hat sie dazu gebracht, sich eine falsche Mixtur ihres Serums zu spritzen. Es hat sie verändert, aber es gab ein Gegenmittel, also lebt sie noch. Wenn sie sich an die Morde erinnert, muss sie damit leben. Was ist mit Sokolov? Sie haben ihn einem gewissen Kirin Jindosh überlassen. Kennen Sie ihn? Jeder kennt ihn. Sakonos Großerfinder. Dann ist er der Nächste. Hoffentlich geht es Anton gut. Also quasi der Anton Sokolov dieses Spiels, von den Gegnern her. Vier Leichen entdeckt, ansonsten alles glatt gelaufen. Ja, kann ich mir leben. Ja, das Ergebnis ist mir wichtig. Ja, eine Rune verpasst. What? Drei Baupläne? Scheiße, ich war echt, also ich habe echt nicht gründlich genug gesucht. Kann man nicht anders sagen. Und ein Gemälde habe ich nicht gefunden. Ja, gut, zumindest alle Knochenartefakte und den Outsider-Schrein. Yay. Geld, habe ich auch 1000 übersehen, komisch. Ich meine, ich war ja wirklich fast überall. Einige wenige Räume habe ich wahrscheinlich einfach irgendwie ausgelassen. Wobei, mir fällt gerade ein, ich glaube, ich habe komplett was übersehen. Im Eingangsbereich. Ah.
Naja. Und was ist hier? Versuchen wir es mal. Ja gut, das haben wir gemacht und das Gegenmittel hergestellt. Okay. Dann sind wir, ja, jetzt wieder auf dem Schiff. Okay. Wobei ich mich jetzt ja frage, ob Hypatia wirklich zu uns kommt und sie dann quasi so ein bisschen Sokolovs Platz einnimmt, bis wir ihn finden, falls wir ihn finden, ich weiß es nicht. Zu seiner Zeit war Sokolov Dunwalls Genie. Er hat die Stadt mit seinen Erfindungen verändert. Elektrizität für die Fabriken und Wagen, die über den Straßen entlang sausen. Als ich aufwuchs, sorgten seine summenden und leuchtenden Geräte für Sicherheit. Seine Geschichten ließen mich kichern. Seine unerhörten Aussagen schockten Aristokraten und Aufseher. Nach all diesen Jahren ist Kirin Jindosh jetzt Kanakas Genie. Ein wahnsinniger Erfinder, der dem Herzog düstere Maschinen verschafft hat, die sich wie Menschen bewegen. Mechanische Soldaten, die kämpfen und töten. Ich muss herausfinden, wo Sokolov gefangen ist und ihn lebend zurückbringen. Ein Genie retten und das andere einsperren, bevor es eine Armee mechanischer Soldaten erschafft. Dann ist es jetzt wahrscheinlich auch die erste Mission, in der wir diese Mecha-Soldaten mal treffen, wa? Hey, wir sind wieder bei uns. Da liegt was. Kann ich das mitnehmen? Schwerer Beutel? Was ist das? Moment. Dr. Hypatia braucht einen Ort zum Schlafen, also habe ich das Zeug aus der unbenutzten Kabine geräumt. Ich konnte das meiste davon verkaufen. Hier ist ihr Anteil. Nicht viel, ich weiß. Walöl ist teuer und steht unter der kaiserlichen Rationierungserlast. Okay. Also ist Hypatia jetzt an Bord. Versteht das richtig? Vulkanaka, okay. Wusste die gute Frau Doktor wirklich nicht, dass sie der Kronmeuchler ist? Vielleicht wollte sie es nur nicht wissen. Tja. Wer weiß. Vielleicht sprechen Sie mit Hypatia, bevor wir aufbrechen. Sie hat eines der Zimmer genommen, nur für kurze Zeit, denke ich. Sie brauchte Abstand vom Erdermeier. Wo finden wir sie denn? Da. Oh. Beiboot? Was habe ich getan? Was habe ich getan? Die vielen Gesichter und die Stimme des Herzogs so ermüdend. Dann drückte sie mich nach unten in den Schlaf. Du scheinst immer noch nicht ganz gesund zu sein. Ja, was soll's. Oh, guten Tag. Sie sind es. Bei dir läuft übrigens gerade ein Audio. Interessant. Musik. Na gut. Dr. Hypatia, erinnern Sie sich noch an irgendwas, das mir helfen könnte? Ich suche Anton Sokolov. Er kann vielleicht aufdecken, was der Herzog plant. Meine Erinnerungen sind bruchstückhaft. Der Herzog ist eng mit seinem Großerfinder Kirin Jindosh im Bunde. Der hat den Charme einer schwarzen Witwe. Er verehrt und hasst Sokolov zugleich. Wir waren bei Aramis Stilton. Er ist nett. Aber es ist etwas Schlimmes passiert. Nur Erinnerungsfetzen. Tut mir leid. Ruhen Sie sich jetzt aus. Vielleicht hilft uns etwas davon weiter. Ich hoffe es. Ich weiß zwar nicht genau, was Sie für mich getan haben, aber ich schulde Ihnen was für die Hilfe im Erdermeier. Danke. Jaja, ich sehe gerade hier. Du hast Zeug. Zeug, das ich gebrauchen kann. Ah, Notizen. Auf einem Schiff mit Freunden, denke ich. Ich habe geschlafen, zum Glück ohne die üblichen Albträume. Vielleicht tut mir die Seeluft gut. Captain Megan Foster hat mir vorhin etwas Tee gebracht. Eine interessante Frau. Sie scheint zu verstehen, meine zerrissenen Erinnerungen und das Grauen, das sie begleitet. Sobald ich wieder auf den Beinen bin, muss ich zurück ins Erdemeier. Die letzten Wochen sind so verschwommen. Was habe ich erreicht? Was ist mit meiner Forschung zum schwarzen Husten? Meine Arbeit ist so einfach entgleist.
Ich schließe daraus, dass ich einen kompletten Zusammenbruch erlitten habe. Ich brauche Zeit, um mich zu erholen. Ja, vielleicht kann man es so nennen. Bleib hier und penn ein bisschen. Könnte helfen. Megan ist bestimmt an Deck. Ja, davon gehe ich mal aus. Ich will jetzt auch dahin. Hier? Ja. Guten Tag. Ich nehme an, wir machen einfach weiter wie bisher. Hoffentlich lässt deine Freundin das Boot heil, während wir weg sind. Bereit? Ja, ja, passt schon. Los geht's. Also gut, los geht's. Es ist fast schon schade, dass wir jetzt so sehen, wie sie sich quasi den, was ist das eigentlich, einen Schal oder sowas vors Gesicht zieht. Bei Corvo würden wir wahrscheinlich wieder sehen, wie er seine Maske aufsetzt. Finde ich auch interessant. Das Maschinenhaus. Anton Sokolov wird im Anwesen von Kirin Jindosch gefangen gehalten, dem Großerfinder des Herzogs und Schöpfer der mechanischen Soldaten. Begib dich hinein, Ritter Sokolov, und eliminiere Jindosch, bevor er eine Armee mechanischer Soldaten baut. Klingt nach einem Plan. Naja, klingt nach einem Ziel. Den Plan baue ich mir unterwegs zusammen, wie immer. Erstmal wäre ein Schwarzmarkt geil. Jindosch ist für den inneren Zirkel des Herzogs wichtig. Die Garde bewacht sein Anwesen und sie setzt alles in Bewegung, wenn sie rausfinden, wer sie sind. Ich passe schon auf. Und es gibt eine Lichtwand, die den Zugang zur Bahnstation versperrt? Ja, aber es gibt einen Schwarzmarktladen in der Nähe. Die verkaufen unter der Hand. Schon mal ein Kabelwerkzeug benutzt? Corvo hat's mir beigebracht. Gut. Überwinden Sie die Lichtwand, dann fahren Sie mit dem Wagen zu Jindoshs Haus. Und es gibt einen Grund, warum die Leute sein Anwesen fürchten. Kümmere mich drum. Emily, kümmern Sie sich um diesen Verrückten und bringen Sie Sokolov zurück. Er bedeutet mir viel. Geht klar. Ganz wichtig, erstmal shoppen gehen. Ich brauche nämlich dringend wieder Betäubungsbolzen. Und was haben wir hier so Schönes? Ein paar Wertsachen. Ich weiß zwar nicht, wer die hier rumliegen lassen hat, aber ich nehme sie mir mal mit. Not just passing, aber ein Gesundheitselixier, was ich nicht tragen kann. Geht klar. Aha. Okay. Ich war momentan, glaube ich, ein bisschen viel zu oft, aber hey. Wie ein Scherz. Gibt's hier dran irgendwas? Ja. Station, Schwarzmarkthändler, genau. Kabelwerkzeug. Werde ich mir zwar wahrscheinlich mal holen, aber werde ich nicht benutzen. Und zumindest nicht für den Zweck, wie die sich das wahrscheinlich gerade vorstellen. Moment, kann ich hier mal Schwert vielleicht mal schleifen? Finde ich vielleicht. Eigentlich, vielleicht kann man ja das Schwert noch ein bisschen schleifen. Ich meine, ich benutze es eh nicht. Aber aus Prinzip. Die verrückte junge Kaiserin ist fort. Und die Ära Delilah beginnt. Aber die Gefahr ist noch nicht gebannt. Oh nein. Durch üble Täuschung konnte Emily Corsi. Ich habe mich verkauft von Bezahlgebühr und fertig. Bringt ja nichts. Ganz sicher. Sie schmieden ihre Pläne. Seien Sie wachsam. Wer sie uns bringt, wird in Silber aufgehoben. Okay. Ich könnte erstmal da oben in die Häuser einbrechen, denke ich. Wenn wir schon dabei sind, ne? Das hat gut funktioniert. Du bist tot. Wieso bist du tot? Was machst du hier als Toter? Was mit deiner... Brief, Major Bonneville. Okay. Schreibmaschine, Schwerter.
Nett, warum bist du tot? Und wo ist... Oh. Hab es. Welches ist es denn? Das nicht. Reicher Geist. Ah, okay, wieder so eins. Ja, komm. Ich lasse es zwar nicht nie darauf ankommen, dass man. Oh, Moment mal, können wir das mitnehmen? Ja, schön. Den kenne ich doch auch. Das ist doch, hier. Oh, wie hieß er? Der Typ aus dem ersten Teil. Hab seinen Namen vergessen. Komm ich in das andere Haus auch rein? Hui, das war fast zu weit. Okay, da komme ich nicht rein. Und da ist die Lichtwand, durch die ich durch muss, ne? Genau. Wachen. Oh, 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 da komme ich schon durch. Fine Wine. Ein paar Läden gibt es hier. Gut, da oben könnte man potenziell rein. Vielleicht sieht es nur so aus. Ich kann es nicht so gut erkennen. Auch neue Stiefel. Passen nicht gut. Naja. Hier machen wir aber erst. Moment, was steht da? Aventa Station. Okay. Ich denke, hier machen wir erst das nächste Mal weiter. Und. Mir fällt gerade auf, mir gefällt das Design irgendwie so von dieser Straße einfach nur. Ist echt hübsch. Hier machen wir dann das nächste Mal weiter und ja. Erkunden! Runen und Knochenartefakte sammeln. Das Übliche halt. Bis dahin. Ciao.